Ja, moin liebe Freunde der Fischmenschen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Grauen aus der Tiefe 2, der Gesang der Sirene. Wir fahren fort, liebe Freunde. Es geht weiter. Mein Gott, muss ich hier viel wegschieben. Guck an. Nummer 2. So, was haben wir hier? Das ist doch auch wieder ein Rätsel. Jemand hat die Registrierkasse geschützt, indem er die Tasten versteckt hat. Tasten versteckt. Auch etwas anderes. Verstehe. Das Feuerzeug haben wir auch noch. Also das wird auch noch irgendwie seine Geschichte haben. Gut. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir ins Wimmelbild, beziehungsweise in die Mahjong-Partie, wa? Ich mag das einfach, dass man Mahjong spielen kann. Ich finde das klasse. Müsste man ja eigentlich nochmal einen Run machen, wo man dann die Wimmelbilder macht, ne? Im Grunde, aber... Ich will nicht zu viel versprechen. So. Das, dann das. Sehr schön. Windeseile, beende ein Spiel Mahjong in weniger als einer Minute. Und wir haben eine Banane gefunden. Sehr schön, das heißt, wir können das Äffchen beruhigen. Das ist gut, meine Damen und Herren. Das ist gut. Irgendwas war hier gerade noch. Die Registrierkasse, genau. Gut, da fehlen also ein paar Tasten. Das heißt, da werde ich mich auch noch in nächster Zeit umschauen dürfen, können, wie auch immer. Noch irgendwas? Das hat der Leuchtturm weiterhin. Ist auch nichts mehr. Hier hin. Da rein. Einmal zum Äffchen. Eine Banane. Bitteschön. Ja. Äffchen zufrieden. Der Kleine war nur hungrig und verängstigt. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Ja, das ist doch schön. Was haben wir denn hier? Oh, ein Handschuh. Feuerfester Handschuh, okay. Sonst noch was? Nee. Das war's wohl. Mehr ist da nicht. Nichts weiter hier mehr zum Interagieren, außer die Truhe. Ja, die Truhe kommt da halt ganz am Schluss dran, würde ich fast sagen. Wir sammeln erstmal die Medaillons an, die wir brauchen. Ich glaube, das ist ganz gut, dann, wenn wir dann alles in einem Rutsch dann machen können. Denke ich mal, also... So, genau, wir haben den Schlüssel. Sehr schön, dass er gedacht, dass er die Tür ist. Also bislang kommen wir doch echt gut voran, muss ich sagen. Also ich hätte es nicht gedacht, dass wir so gut vorankommen. Rein in die... Wir sehen sehr viel. Ah! Schon besser. Es lässt sich drehen, scheint aber keine weitere Funktion zu haben. Irgendwie bin ich mir dann nicht so sicher. Ich sehe auf jeden Fall schon mal ein Wimmelbild hier. Und ein Messingseepferd. Wir haben 5 von 7. Ich sehe mich gerne da drin um, aber zuerst muss ich das kaputte Licht reparieren. Die Glühbirne ist kaputt. Ich muss zuerst die Glühbirne auswechseln, um diesen Ort genau untersuchen zu können, ja? Ich hoffe ja, dass wir durch dieses Wimmelbild, beziehungsweise durch die Partie Mahjong, dann entsprechend das kriegen, was wir haben wollen. Okay, ich würde gerne erstmal den hier nehmen. So. Okay. Es geht voran.
mit dem, das mit den beiden, das mit den, das mit den. Sehr schön. Wunderbar. Habe ich mir gedacht, Glühbirne. Können wir also gleich einsetzen. Damit dürften wir wieder Licht haben. Jawohl. Sehr schön, es läuft doch. Da haben wir das Rebellensymbol. So, jetzt können wir mal genauer gucken. Vom Kraken versenkt und vom Bürgermeister Murray geplünderte Schiffe seit 1889. Alexandria bittersüß. Oh nein, daher stammt also der Wohlstand von Kingsmith. Ja, Piraten. Wissen wir aber schon. Oh. Die Schnur wurde durchgeschnitten. Ich muss die Drähte isolieren, bevor ich mit dem Druck beginne. Ich dachte, das würde funktionieren. Nein, tut es nicht. Schatten über Kingsmith. Murray setzte seine Prätorianer ein, um seine Gegner anzugreifen, die Stadt zu übernehmen. Verbreitet sich der Fischfluch als Strafe für Piraterie noch weiter? Letzte Schlagzeilen warfen kein sehr schmeichelhaftes Licht auf Murray. Kein Wunder, dass die Zeitung schließen musste. Ja. Bürgermeister ist ein kleiner Diktator. Lässt sich drehen, passiert aber nichts. Okay, es wird auf jeden Fall einen tieferen Grund haben. Das dürfte Kohle sein. Jawohl. Oh, was haben wir hier? Was bist du denn? Spielzeugsoldaten. 1 von 3, okay. Ah, alles klar. Wir sollen das Boot als Rambock benutzen. Okay. Aber wozu die Kohle? Wozu die Kohle? Hier. Ein Foto fehlt hier. Ja, das Foto, das wir wahrscheinlich von dem Mann bekommen haben. Genau. Ordne die Fotos neu an, um ein großes zu gestalten. Sieh dir als Hinweis die Hintergrundfarben an. Oh Gott. Ich habe zwar gerade keine wirkliche Ahnung, was ich hier tue, aber ich gebe einfach mein Bestes, ne? Irgendwas passt hier noch nicht. Okay. Das ging doch gut, würde ich mal sagen. Hier scheint wohl ein Symbol zu fehlen. Ja, das Rebellensymbol. Geheimgang. Geil. Geil. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Ja, super. Ziel ausgeführt. Finde das Versteck. Ich sollte die Lampe auf dem Tisch wohl besser anzünden, bevor ich mit meinem Feuerzeug das Zimmer versehentlich in Brand stecke. Ja, das ist wohl richtig. Okay. Oh, it must be the owner. So he paid the price for uncovering the truth about the mayor. Würde ich aber auch sagen. Hier ist sogar Blut an der Wand, wenn ich das richtig sehe. Ah! Ups. Einer fehlt uns noch. Da hat sich jetzt ein Wimmelbild aufgetan. Hier. Stelle die Beweise zusammen. Drucke die vollständige Matrize aus. Ich werde sie ableiten. Ein Geheimgang am Fuße des Leuchtturms. Einige Teile der Matrize fehlen. Ich sollte warten, bis ich alle gefunden habe. Alles klar. Oh, toter Fischmensch.
Hast du denn da Schönes? Ich werde sie ohne den Aufziehschlüssel nicht einschalten. Aufziehschlüssel. Armer Journalist auf der Suche nach der Wahrheit getötet. Jetzt ruht er bei den Korallen. Tja, so kann man es auch bezeichnen. Ah! Boah, einfach mal abfackeln, ne? Das wäre es ja gewesen. Einfach mal abfackeln, ne? Fackelt erstmal die ganze Bude ab. Oh. Was denn hier? Ah, da ist er ja. Sehr schön. Läuft doch. Was machen wir denn? Ah, dann ziehen wir mal auf das gute Stück, wa? Oh, schön. Was ist denn das? Ein Siegelring. Und eine weitere Münze. Wer wird den Fluch aufheben und den Bürgermeister stürzen? Der Bürgermeister hat meine Zeitung geschlossen, da ich die Wahrheit über den Fischfluch aufdeckte, wie wir ja dachten. Obwohl ich beweisen konnte, dass er vorwiegend Personen mit einer verdorbenen Seele trifft. Und unser Bürgermeister ist das perfekte Beispiel dafür, dass der Fluch nun auch uns andere getroffen hat. Moment, nochmal. Und unser Bürgermeister ist das perfekte Beispiel dafür... Hat der Fluch nun auch uns andere getroffen. So, das jetzt lese ich das schon ganz anders. Und er verwandelt uns in scheußliche Fischmänner. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir Calliope befreien. Und um Calliope zu befreien, müssen wir den Pakt zwischen Murray und Davy Jones brechen. Um wiederum den Pakt zu brechen, müssen wir 12 goldene Fischsteine finden, die vom Bürgermeister, den Prätorianern und den Kraken geschützt werden. Ich denke mal, das war's. Aber es gibt noch Hoffnung. Calliope wollte Hilfe außerhalb von Kingsmith suchen. Es gibt eine Frau, die schon einmal einen Pakt von Davy Jones gebrochen hatte. Ich bete dafür, dass es ihr noch einmal gelingt. Wir sind gemeint. Diese Aufgabe steht an und entweder mache ich es oder mein verwundeter Freund stirbt. Genau. So sieht's aus. Okay. Wir haben ja soweit alles, dann gehen wir jetzt da in dieses Rätsel rein. Zum Öffnen der Kiste brauche ich den Farbkastenschlüssel. Buchsymbol. Okay. Griff. Nein, das klappt nicht. Mit ein paar harten Schlägen kann ich die Wand zerstören. Okay. Den Hammer fehlt ein Stiel. Wir haben einen Griff, aber den will sie nicht nutzen. Mit einem Messer kann ich diesen Hammerteil schleifen. So, sehr schön. Daran den Hammer benutzen wir dann hierfür. Jawohl, was haben wir denn hier? Och je. So. Mit der Schnauze, das war schon ganz richtig. Ich glaube, der Unterkörper ist nicht so ganz richtig. Kann das sein? Ich glaube, so geht das schon eher in die richtige Richtung. Nee. Warte mal, kann das sein, dass ich den vielleicht nach ganz... muss.
Ja! Sehr schön. Wir haben einen Schlüssel und etwas, was in die Schriftsatz. Farbkastenschlüssel, da haben wir ihn ja. Sehr schön. Das sieht nach einem Tintenfass aus. Druckerschwärze. Ja gut, das geht auch. Schrauben brauchen wir jetzt noch. Oh Gott, ich brauche einen Code. Ich brauche einen Code. Ich kenne den Code nicht. Ja. Soweit ich bei Druckerpressen auskenne, sollte ich zuerst den Schriftsatz einsetzen. Also den. Auf der Platte ist ein Abdruck, der nur durch einen Tintendruck zum Vorschein kommt. Sonst brauche ich Tinte. Okay. Dann das Papier. 247. Jawohl. Und wir haben die Schrauben. Sehr schön. Super, wir kommen voran. So. Ich glaube, ich kann das Teil dennoch nicht reparieren. Doch, wir können die Schrauben für das Boot benutzen. Fällt mir gerade ein. Klar. Und nichts weiter mehr, ne? Sieht jedenfalls nicht so danach aus. Können wir das nämlich, genau. Das ist der Kran. Dann nehmen wir halt den Schraubendreher. So. Dann können wir das so machen. Jawohl. Jetzt kann ich den Kran benutzen, um das Boot anzuheben. Jawohl. Sehr schön. Ist noch nicht verfügbar. Alle Sensoren müssen grün sein. Achso, wahrscheinlich ist es zu heil. Ah, okay, deswegen der Handschuh. Alles klar. Kohle. Geil. Dann so lange, bis die Anzeige wahrscheinlich grün ist. Genau. Können wir das anheben. Ja. Wunderbar. Drehen. Und dann wird es zum Rambock. Jawoll! Gegen hohe Gewalt kommt nicht mal Davy Jones an. Ja, schön. Guter Fang. Finde einen direkten Weg hinter die geschlossenen Tore. Brich durch das Tor. Ja, das haben wir ja nun gemacht, ne? Würde ich mal sagen. Schön. Ich frage mich, was uns der Siegelring bringt, ehrlich gesagt. Nochmal ein bisschen bei den anderen Sachen. Das war nichts weiter, ne? Was irgendwie bemerkenswert wäre. Sieht so aus. Gut. Oben vielleicht noch was? Nö. Nichts weiter. Gut. Ja, da ist halt die Truhe, genau. Mit dem Fluch brechen können. Die Zeitungsredaktion, da waren wir jetzt. Gehen wir auf die Straße. What is he looking at in the distance? I should check it too. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Oh my. If I'm right, the mayor might want to. This can't be true. Attack this ship using the Kraken. I have to somehow contact the crew and tell them to escape those waters. Tja, aber wie stellen wir das an? Okay. So, nicht mehr. Der benutzt einfach zwei Schiffsteile als Zugbrücke? Wie geil ist das denn bitte? Warne das Schiff vor dem Kraken. Ja, wie mache ich das denn am besten? Der Eingang der Pfandleihe ist voller Splitter und Scherben. Ich sollte ihn besser abdecken, bevor ich versuche, da durchzugehen. Abdecken. Soll ich das denn bitte abdecken?
Diese Perücke hat so viele Haare, dass keinem auffallen wird, wenn ich ein oder zwei Locken nehme. Ein paar Locken muss ich die ja nicht skalpieren, auf raffinierte Weise. Das heißt, wir brauchen eine Schere. Okay. Ja. Gut. Ich bin gerade zwar verwirrt, aber ist okay. Ich werde aber auch gleich den Part beenden, liebe Freunde. Aber den goldenen Oktopus, den nehmen wir noch mit. Ja, liebe Freunde, dann würde ich einfach sagen, ich beende jetzt mal den Part. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Grauen aus der Tiefe 2. Sagen wir Sirene. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer man ihr es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dato, tschüss, Freunde.